Liebe Sammlerinnen und Sammler, sehr geehrte Freunde des Hauses Felsmann in Düsseldorf, wir freuen uns, Ihnen unseren 171. Katalog mit Einzellosen, Numismatik und Philatelie, aber auch Sammlungen präsentieren zu dürfen. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Europasammlungsteil unserer Auktion erzählen. Und da haben wir einige hervorragende Objekte für Sie wieder in unserer Auktion aufnehmen dürfen. Diese haben wir aufwendig im Internet präsentiert. Insgesamt haben wir jetzt schon über 50.000 Fotos im Internet. Und Sie können auch in Corona-Zeiten viele dieser Sammlungen sehr bequem von zu Hause besichtigen. Falls Sie aber weitere Fragen haben zu diesen Sammlungen, stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Der Europateil beginnt mit einer sehr außergewöhnlichen Sammlung Albanien. Die Aufdruckausgaben, Doppelkopf-Adleraufdrucke von 1913, sind wirklich außergewöhnlich gut besetzt. Sie sind durchweg in Ordnung. Wir haben kein einziges problematisches Stück in diesem Teil gesehen. Vieles ist signiert. Es ist aus einer hervorragenden Quelle. Es ist zum Großteil aus dem Nachlass von Dr. Rommerskirchen, der seinerzeit Prüfer für Albanien war. Und es sind auch einige postfrische Marken enthalten. Wie Sie wissen, die 1913-14 Ausgaben in postfrischer Erhaltung sind äußerst selten anzutreffen. Deshalb ist hier ein genaueres Reinschauen in die Sammlung sehr empfehlenswert. Auch die späteren Ausgaben bis zu den guten Flugpost-Serien sind hervorragend besetzt. Also das ist ein Objekt, was ich zu diesem Ausruf immer empfehlen kann. Es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Es hat sehr viel Potenzial. Es ist das Los 6489 zum Ausruf von 3000 Euro. Weiter geht es mit einer zweiten Albanien-Sammlung, und zwar hier die Lokalausgaben. Eine Sammlung, die hervorragend aufgemacht ist. Sie präsentiert sich wie in einer Weltausstellung mit viel Text, viel Detailwissen und einigen Briefen, die kaum einmal einzeln angeboten werden. Ein Stempel, von dem wir bisher nur zwei katalogisiert haben. Es ist das Los 6494 zum Ausruf von 5000 Euro. Und hier sind die Epirus-Besetzungen von Berat, die Moschopolis-Ausgabe mit 5 Einschreibbriefen, Lokalausgabe Koryza mit Aufdruck Autonomos Epirus und viele interessante Einzelfrankaturen, Totenkopf-Ausgaben. Diese Sammlung ist wirklich eines der Highlights im Teil Europa. Belgien und Benelux, wie gewohnt bei Felsmann, immer gut besetzt. Da sind viele interessante Sammlungen, auch für eBay-Händler zum Auflösen. Da ist viel Substanz. Auch Frankreich, eine sehr schöne Sammlung, Los 6532 mit Le Havre 1928, Napoleon 5 Francs, zweimal gleich dabei. Schöner Teil Ceres und Napoleon-Ausgaben in der Klassik, Luftpostausgaben bis zu den Höchstwerten. Später auch einige Frankreich-Sammlungen mit Blöcken ab Block 1, auch sehr interessant. Großbritannien, trotz Brexit, bei uns immer noch ein großes Thema und wird immer noch sehr gerne gesammelt. Und dort haben wir einige sehr schöne Sammlungen, auch ab One Penny Black. Eine ganz kleine Sammlung, die nur aus zwei Ausstellungsblättern besteht, möchte ich auch empfehlen. Es ist eine Sammlung Ionische Inseln. Und da wissen Sie schon, warum es so eine kleine Sammlung ist, denn von diesen Marken und Briefen gibt es kaum mal etwas angeboten. Es sind zwei Ausstellungsblätter, die wir aus einer Sammlung entnehmen durften, wobei auch eine zwar etwas ledierte, aber frankierte, ein Brief dabei ist. Und das gehört zu den wirklichen Raritäten des klassischen Europa. Schauen Sie auch dieses kleine Los sich bitte genau an. Es ist das Los 6583. Sehr schön ist eine Sammlung Lettland, das Los 6598. Das Besondere hier sind Einheiten der frühen Ausgaben. In Teilzähnung mit einigen Briefen.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Objekt. Wir haben das sowohl im Katalog als auch im Internet umfangreich abgebildet. Das Los 6598 zum Ausruf von 1000 Euro kann ich Ihnen sehr empfehlen. Liechtenstein auch wie gewohnt bei Felsmann immer gut vertreten. Eine tolle Sammlung Los 6600 mit gleich zwei Vaduz-Blocks und Ab-Erstausgaben mit Randstücken. Sehr, sehr schön. Auch später Liechtenstein sehr gut besetzt und auch die Niederlande. Eine schöne kleine Sammlung. Malta sehe ich noch zwischendurch und dann kommt Österreich, noch ein hervorragendes Objekt, Los 6645. Das sind 27 KB-Alben, sehr umfangreich, aber die Klassik bereits sehr spezialisiert, mit Papieren, mit Farben, mit Wasserzeichen, sehr, sehr schön aufgearbeitet. Hier hat ein Sammler wirklich 10 Jahre Arbeit investiert. Dann komme ich zu einer kleinen Sammlung Rumänien, Los 6690, wie Sie wissen werden, in den letzten Jahren hochbegehrt, immer mit hohen Steigerungen, kaum noch etwas gutes Material am Markt. Und hier eine schöne kleine Sammlung ab Klassik mit zwei Briefen, ein wirklich schönes kleines Objekt, das Potenzial nach oben hat. Abschließend kommen wir noch zur Schweiz. Hier erwähnenswert eine Partie 6731, die Losnummer zum Ausruf von 4000 Euro mit über 100 Pax-Frankaturen. Und zwar sehr viele Überseedestinationen, schwere Briefe, hohe Frankaturen. Die 10 Franken sieht man hier auf fast jedem Beleg auf unserer Katalogseite. Ein außergewöhnlich interessantes Objekt für Spezialisten, die Portostufen sammeln, Destinationen sammeln. Gegen Ende haben wir noch eine schöne Spanien-Lokalausgabensammlung mit Einheiten. Ein Bestand im Karteikasten, Sammlung kann man eigentlich nicht sagen, aber in einer Fülle und Größenordnung, wie man sie so gut wie nie angeboten bekommt. Hier ist auch der Detailwert weit über unserem Ausruf. Zum Ende noch eine schöne kleine Sammlung Türkei. 170 Tatarenpostdokumente, die Tatarenpost. Das waren Reiter, die im Osmanischen Reich die Post befördert haben, von einem Ort zum anderen, oft mit Zwischenstationen, wo sie die Pferde gewechselt haben. Und diese Tataren hatten immer Dokumente dabei in der vorphilatelistischen Zeit, wo abgezeichnet und gestempelt wurde, wie viele Poststücke sie befördern. Und diese Dokumente aus dem Archiv wurden in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts en gros verkauft. Daraus kommt diese Sammlung. Diese Tatarenpost, die ist ja in Afrika, in Asien, im europäischen Teil der Türkei eingesetzt worden und ist ein hochinteressantes, sehr reizvolles Studiengebiet, auch für Historiker. Das Los 6759 mit 170 Dokumenten. Am Ende noch zwei kleine Sammlungen Sizilien und Zypern, die ich sehr empfehlen kann. Schauen Sie bitte in den Katalog und wenn Sie Fragen haben zu den einzelnen Objekten, schreiben Sie mir gern eine E-Mail. Wir helfen Ihnen bei Ihren Anfragen zu weiteren Scans und Fotografien gerne weiter. Bleiben Sie gesund und wir würden uns freuen, Sie im März zu unserer 171. Auktion in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.